Space. The Final Frontier. Herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Star Trek Voyager Elite Force 2. Und without further ado, wir gehen direkt mal rein. Hallo! Ich bin's. Ich dachte mir mal wieder, ich mach mal ein kleines Let's Play. Der Fabian hat mich gefragt, kannst du denn, Donny, wenn du doch eh mal hier bist und Bada Binge aufzeichnest, heute ist übrigens ein bisschen vor Weihnachten, ich bin heute hier, um Bada Binge aufzuzeichnen, und hat er gefragt, ja, kannst du da nicht einmal mal ein Let's Play bisschen vorproduzieren für die Weihnachtszeit, hast du nicht mal wieder Bock, hier auf dem Sender zu zocken? Habe ich natürlich gesagt, ja, ich habe ihn genommen und gerüttelt und gesagt, ja, und, okay, jetzt sind auch alle wach, habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, und dann habe ich, das große Vergnügen gehabt, mit mir sozusagen selber ein Spiel aussuchen zu dürfen. Und ein paar, ich habe schon ein paar Tage drüber nachgedacht und so ein bisschen überlegt, okay, ich habe immer wahnsinnig gerne Let's Plays hier auf diesem Sender gemacht. Ich habe ja, falls ihr jetzt neue Zuschauer seid oder einfach alte Zuschauer, die einfach dachten, komm, dem Donny, gib ihm nur eine Chance. Ich habe ja tatsächlich hier Breath of the Wild ziemlich lange gespielt. Ich habe Jedi Knight 2 hier als Let's Play gemacht. Ich habe, glaube ich, noch ihr habt das andere Star Wars Ding mit den Stormtroopers gemacht. Egal, ihr werdet's finden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe immer sehr, sehr gerne Let's Plays gemacht. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, ja, wenn ich mal wieder ein bisschen zocken kann hier für Rocket Beans, dann mache ich das wahnsinnig gerne und habe mir dann einfach lange überlegt, was kann ich denn eigentlich zocken? Weil, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt immer die neuesten, krassesten Games jetzt zocken. Death Stranding war zum Beispiel eine Möglichkeit. Es haben aber, glaube ich, soweit ich weiß, auch Nils und Simon schon hier gespielt. Ich hätte es wahrscheinlich dann eher mit einem, weiß ich nicht, mit einem noch verpeilteren Ansatz gezockt. War aber auch nichts für mich. Dann habe ich gedacht, ja, sowas wie Call of Duty will doch keiner sehen, ey, wenn ich das zock. Oder Age of Empires. Und dann habe ich gedacht, komm, ich brauche mal wieder so ein Spiel. Ich brauche so ein Spiel, wo ich richtig Bock drauf habe und das unbedingt mal kennenlernen will. Und dafür haben wir jetzt 2 Stunden Zeit. Und zwar habe ich mich entschieden für, wir können direkt mal reingehen, Star Trek Elite Force 2. Freunde, das hier ist die Voyager. Gestrandet im Delta-Quadranten. Ja? Der Fürsorger hat uns da rausgefickt. Der hat uns richtig weit rausgefickt in den Delta-Quadranten. Und also, ich habe da richtig Bock drauf, Leute. Also, ich hab selten, ich glaube, was heißt selten? Okay, vielleicht, naja. Breath of the Wild war ich schon sehr aufgeregt. Und Jedi Knight 2 eigentlich auch, weil das so ein Nostalgie-Ding war bei mir. Aber das Ding, Leute, ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig Bock hier drauf, weil ich bin einfach großer Star Trek Voyager-Fan. Ich gucke das nach wie vor immer noch zum Einschlafen. Mittlerweile tatsächlich gerade wieder ein bisschen TNG, also für die Kenner da draußen, The Next Generation mit Jean-Luc Picard und seinem treuen Gefährten, die Nummer 1, Will Riker. Aber ich habe, glaube ich, jede Voyager-Folge bestimmt 3-4 Mal gesehen und ich liebe diese Serie einfach. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss irgendein Spiel finden im Star Trek-Universum. Das passt doch perfekt wie Arsch auf Eimer bei mir. Und dann habe ich so eine Top-Liste angeguckt, irgendwie so von irgendeinem YouTuber. Und dann war das hier auf Platz 3. Ich habe nicht mal mehr die Platz 2 und 1 angeguckt. Ich war sofort so, Schnauze, das will ich. Star Trek Elite Force. Und dann habe ich ein bisschen angeguckt, ein bisschen geguckt, was da so geht. Und habe mich dann für Elite Force 2 entschieden. Einfach so, ich glaube, die Optik ist ein bisschen moderner. Und das erste sah schon ein bisschen kacke aus, muss ich sagen. Aber ja, ich habe noch gar nichts angezockt. Ich habe nur geguckt, ob die Maus-Sensitivity passt. Ich habe einmal kurz aufgemacht und sofort wieder geschlossen, weil ich nicht gespoilert werden will. Wir erfahren das jetzt also gemeinsam. Ich hoffe, das ist auf dem Sender noch nicht gezockt worden. Das hätte ich vielleicht auch mal googeln können. Das wäre natürlich typisch. Gregor already did it oder sowas sehe ich schon in den Kommis. Oder B, ihr das vielleicht noch gar nicht auch nicht kennt. Dann ist es vielleicht so ein gemeinsames kleines Abenteuer, was wir jetzt machen. Auf jeden Fall machen wir das jetzt und wir gehen direkt mal rein und wir machen jetzt mal ein New Game. Und wir machen mal auf Normal. Komm. Ich werde es nie vergessen, wie ich bei Jedi Knight 2 hart eingestellt habe und wir das Ganze Do you wish to engage in training? Yes, let me do so with the training. Wie wir damals dann mit Timo damals in der Regie. Okay, warte mal. Jetzt sehe ich gleich. Welcome back to the Holodeck Training Program, Lieutenant Monroe. Although I am quite confident in your abilities. Starfleet regulations specifically state that all personnel are to undergo fitness and combat readiness training at least once per Earth year. Tuvok. It is now time to begin your training. Are you ready to proceed? I'm ready. Yeah. These exercises are designed to enhance your skills. Tuvok. Take a few moments. Very good. Let us begin the exercises. Okay, sonst habe ich einen Knoten im Kopf. Die Anekdote noch kurz zu Ende. Jedi Knight 2
haben wir angezockt, ich so auf hart, Timo in der Regie. Wir fangen an, das aufzuzeichnen. Eine halbe Stunde später habe ich so gemeint, Leute, das geht einfach nicht, keine Chance. Und dann mussten wir das alles nochmal neu machen. Das war eigentlich die Anekdote. So, gleich mal direkt ändern, springen auf rechte Maustaste. Das ist irgendwie, habe ich mir angewöhnt, schon seit 100 Jahren. Und nicht auf Space. Warte mal, Movement. AWSD, na klar. Run, Walk, Shift, passt. Grafik ist natürlich vom Allerfeinsten hier. Guck mal, das hier. Was ist das denn? Crab People. Okay, Jump. Maus 2. Geil, diese Animation da rechts, dass sie das zeigen. Wie scheiße das aussieht. Hey, Girl, you wanna drink? Hey, Girl, other Girl, you wanna drink? Crouch. Oh, kacken, auf jeden Fall. Braucht man. Space, Weapon, Aim. Jetzt gucken wir mal, ob wir damit erstmal vorankommen. Primary Fire, Secondary Fire habe ich gerne auf dem Mausrad. Use mache ich auf E, alte, gute alte Half-Life 1 Schule. Holster, Reload auf R natürlich, Freunde, was ist das denn? Lock up, lock down, machen wir hiermit. Gameplay, Tab. Message Mode mache ich auf Z, auch gute alte. Also Y, aka gute alte Half-Life, aka Counter-Strike Schule. Und Weapons, ja, das machen wir alles nachher, okay. Und raus. Escape, denke ich mal. Resume. Okay. Oh! Kann man hier Bonnie happen? Was ist denn das für eine Engine eigentlich? Jumping plays a key role in maneuvering around your environment, Lieutenant. Successful maneuvering is the first and most important step to your survival. A jump is executed by pressing the jump key. Ja, ach nee. If a jump is executed in conjunction with any of the movement keys, you will jump in that direction. For example, pressing the jump key and the move forward key will make you jump forward. Oh, komm, echt jetzt? By jumping over them. Okay, das Training jump ist vielleicht scheiße. Three obstacles and then we will continue the das ist ja wirklich für Schwachmaten gemacht. Aber geil, dass es die Originalstimme ist. Also ich finde es jetzt schon richtig geil. Aber ohne Witz, das ist die Originalstimme von Tim Russ, der Commander Tuvok spielt. Einen Vulkanier. So, wahrscheinlich muss ich da jetzt drüber springen, oder was? Whoop-a-dai. Whoop-a-dai. Cargo Bay, Alter. Let's go on. Okay. Oh, guck mal, ich bin's geil, Mann. Ich bin auf der. Ich bin hier auf dem. Sowas kriegt mich halt voll, wirklich. Sowas kriegt mich echt. Ich bin jetzt halt voll in dem Schiff. Müsste er sich dahin beamen, kann er nicht einfach darüber laufen? That would otherwise be too small for you to maneuver in. Such as a duct or a Jeffrey's tube. A mission's success or failure may hinge on your ability to move effectively through tight spaces. A crouch is executed by pressing the crouch key. Ja. As with a jump. Okay, ich mache das jetzt mal schnell durch. Das Training ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen unnötig. Press and hold the crouch key while you press. Ja, komm, das ist jetzt wirklich basic für Vollidioten, die noch nie ein Videospiel gespielt haben, oder was? Very good, Lieutenant. Lass mich raus. Er beamt sich wieder rüber, weil er einfach lazy Tuvok confirmed. Das ist geil. And jumping skills to clear the following obstacles. Wieso beamt er sich überall hin? Proceed to the ladder after you clear this portion of the course. Stell mir gerade vor, wie unangenehm Tuvok zu Hause wohl ist oder so, dass er sich immer so wegbeamt. Oder wenn er so eine Wette verliert oder sowas, dann immer ist er einfach weg. Okay. Ja. Excellent work. To climb a ladder. Ach nee. Look up while pressing the excellent. Warum beam dich weg? Dematerialized Tuvok. Okay, was jetzt? Notice that some obstacles are too high for a standard jump. Okay. To clear obstacles such as these, you will need to execute a crouch jump. Oh, habe ich gerade gemacht. This is done by pressing and holding the jump key. So true. Then pressing the crouch key while in the air for more vertical momentum. Was ist denn das, die Leiter? This will allow you to clear taller objects. Utilize both the standard and crouch jump to navigate these obstacles. Ach so, der meint nicht darüber springen, sondern ganz normal Duck Jump sozusagen. Okay, die haben also. Die Engine fühlt sich aber echt an, so ein bisschen wie Half-Life. Ist das. Habe ich mich jetzt nicht vorher informiert. Könnte natürlich sein, dass das irgendwie die gleiche Engine ist. Aber ich glaube nicht. Das war ja von Sierra, oder? Und von Valve. Excellent work. At the end of the corridor, you will see a maintenance door leading to a Jeffrey's tube. Okay, let's go. As you approach the maintenance door, execute a crouch walk to enter the tube. Ja, Jeffrey's Röhre. Das ist auch immer so ein Ding, wo ich mich bei Star Trek immer gefragt habe. Das ist ja auch bei Next Generation und bei Voyager, diese Jeffrey's Röhren. Warum haben die so gemacht, dass man da immer geduckt laufen muss? Hätten die nicht einen Meter höher machen können, dass man da einfach laufen kann? Ich meine, das ist doch die Zukunft. Die haben doch alle Technologien der Welt.
Aber gut, andererseits wäre es natürlich dann nicht mehr so geil mit Seven of Nine in der Röhre. Da würde ich auch mal hinten drauf, sag ich mal. Wenn du weißt, was ich meine. Gut, hier leider auf jeden Fall und dann hier oder was? Warning. Exiting area. Secrets found? Okay. Das ist da eine neue Ansage. Ich glaube, ich habe die Sensitivity ein bisschen zu hoch. Lieutenant. Your performance was satisfactory. Okay. Holodeck! Okay. Also Training war ein bisschen unnötig, sage ich ganz ehrlich. If you are ready, we will begin the second examination. Yeah. On your missions, you will encounter occasions where jumping will require both distance and precision. Ooh. In a situation like this, a miscalculated step will often end in injury or death. For this exercise, jump across each of the platforms and get to the other side. While in the air, you will find you can control your... Ja, okay. Good, Lieutenant. Ey, sollen wir das Training abbrechen, Alter, und einfach losmachen? Das sind wirklich echt so Baby-Sachen. It is unfortunate, but you can expect to be injured on away missions. Okay, komm. Jump or run off this ledge to the floor below. Notice the change in your health status. While your hazard suit is designed to help. Ja, komm. Wir machen mal jetzt hier das Training weg. Das ist so Basic-Scheiß. Wir machen jetzt mal neu. Und dann ohne Training. Ja, das muss jetzt einfach sein. Komm, ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit. Das ist auch so ein kleines. Geschmäckle hat jetzt natürlich das Let's Play, dass ich das jetzt on Stardate 4.15.6, the USS Voyager vanished from known space. It was transported 70,000 light years across the galaxy and cut off from Starfleet. To protect the ship from the unexplored Delta Quadrant, Chief of Security Tuvok created an elite strike force, the Hazard Team. After 7 years, Captain Janeway found a shortcut home, the Borg Transwarp Hub. Armed with technology from the future, Voyager attacked the Borg Armada and hurtled into an unstable transwarp conduit, heading for the Alpha Quadrant. But the Borg Queen had other plans. A Borg sphere captured Voyager and imprisoned the ship in a dampening field. Lieutenant Alex Monroe and the Hazard Team would have to sabotage the Borg sphere. The Hazard Team would free Voyager's crew or watch them be assimilated. Das ist doch Picard, oder nicht? Haben die den dafür bekommen, oder was? Okay. The Borg will not attack you until you prove to be a threat. Ich bin der! Nee! Time to reach subjunction 37, where you'll find the three dampening field generators. Da bin ich. Ah, geil. Got it. Let's go. Oh, ja! Today, there's too much anti-lepton interference. It just boost the signal. Blue Man Group ist auch am Start. Commander Tuvok, Hazard Team requests permission to get going. Beam them out. Warum habe ich so eine Kackstimme und warum habe ich einen von der Blue Man Group dabei im Team? Wahrscheinlich fängt er gleich an, auf irgendwelchen Röhren rumzutrommeln. Das ist seine Geheimwaffe. Wow! Freunde, Borg Visions. Oh nein! Die Borgkönigin. Borgkönigin hat meinen Arsch. Das ist mein neues Merch. Die Borgkönigin hat meinen Arsch. Oh, Data Commander. Ah, irgendwas funktioniert nicht beim Beamen, oder was? Ich bin schon ein cooler Motherfucker auf jeden Fall. Telsia. Chell. Ich hab zwei Dinger, das heißt, ich bin Lieutenant? Nee, ich bin. Monroe to Tuvok. Where's the rest of my team? Chell here. What a rough ride. I think I have transporter shock. Status. The interference must have separated us. We're lucky it didn't... Status, Chell. Unharmed, but... queasy. My tricorder located you. I'll meet you in... Chell, report! Just my luck. Force fields. I'm trapped. Er ist ein bisschen der Dumme, oder was? Idiot. Stay close, Jane. Ja, immer auf die Blauen. Bisschen rassistisch, muss ich sagen, oder? So. Okay. Dude! Wir sind auf... Okay, mal ganz checken hier. Wir sind auf einer fucking Box, wir? What? Einfach abknallen? No, ich glaub, es war ein Fehler.
Okay, dann doch nicht. Ich verstecke mich hinter dem. Das ist mein Schild. Warte mal, Waffen. Was habe ich denn für Waffen? Phaser. Tricorder. Ah, ist schon geil, Mann. Ich stehe drauf. Okay. Das ist geil, mal sowas in der Hand zu haben. Accept. There's another one. Forward, Input. Was habe ich noch? Die Waffe ist geiler hier. Was, wie heißt denn das? Was steht denn da? Comp Rifle, okay. Telsia hier. I'm scouting out the generators. Oh. Good. Keep me posted. Ich find's geil, Mann! Scheiß Borg! Fick dich! Der läuft aber auch sehr gechillt hier, der Kollege. Das ist ein bisschen Jedi Knight-mäßig. Ist die Engine vielleicht. Ist das die Engine? Nee, das kann ja auch nicht sein. What the fuck ist das? Okay. Geil. Ich muss auf jeden Fall gleich mal gucken, was Speichern und so ist. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Wo ist denn hier eine Konsole oder sowas? Was ist das hier? So ein Borg. Alkoven heißen die. Viele Borgs sind ja auch Alkovenoliker. Okay, jetzt schon komme ich nicht weiter. Geil. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt nicht die Meldung gelesen. Aber da ist doch hier jetzt. Hier, was ist das denn? Ah ja, okay. Damage Power Coupling, okay, alles klar. Ah, jetzt geht's ja auch, okay. Alles klar. Easy, easy. War alles Plan. Teil des Plans, Leute. Pro-Gamer. Pro-Gamer. Futschspuck. Okay. Ist ein bisschen anhänglich, Kollege. Okay. Unnötige Cutscene. Let's go. Warst du krass unnötig. Resistance is futile. Keine Ahnung, die Waffe scheint genauso stark wie die andere, ehrlich gesagt. Boah, ich meine, da kann man ja echt. Also da auszuweichen ist jetzt nicht wirklich schwer. Over there! Warum eine Waffe, die mal schneller schießt, Alter? Die ist irgendwie geil, aber die Waffe habe ich noch nie gesehen in der Serie. Okay. Ist halt geil, ich habe halt direkt Schiss hier im Borg-Schiff, weil Borg ist eigentlich die krassesten. Sollte das nicht eigentlich eher das Endlevel sein oder so? Man startet direkt, nö, wir machen erstmal die schlimmsten. Monroe, over here. Da ist der. I can't modulate this yellow force field from here. Use your tricorder on that control panel. Snarf, snarf. I can't do it from over here. I have a funny voice, so everybody knows I'm the idiot in this game. Snarf, snarf. Achso, vielleicht muss ich da irgendwas so machen. Tricorder, okay. Ja, easy, man. Could you use your tricorder on that control panel? It's on the wall beside the yellow force field. Das ist so für Vollidioten gemacht. The force field's down. Thanks. Es ist sehr, sehr Jedi Knight 2-esque, aber ich muss dazu sagen, deutlich einfacher. Bisher. Ja? Bisher, sag ich. Ja? Könnt ihr mich jetzt auch direkt mal verklagen? Ne? Ach so, die Idioten sind auch noch hier. Warum sterben die immer nur mit zwei Schüssen, egal wo man sie trifft? Ist doch scheiße. Oh, der war ein bisschen krasser drauf, der eine, ne? Die, Borgi. Chris de Borg. Kollege, wo geht's denn jetzt hier weiter? Okay, ich muss auf dem Radar gucken. Warum ist da links ein Ausrufezeichen an meinem Head-Up-Display? Mal kurz ein bisschen angeben, dass ich weiß, was hier. Hat die Abfang, was die hat, die Abkürzung ist. Oh, wenn das nicht mal irgendwie hier ein Geheimnis ist, geht's da nicht rein? Phaser vielleicht? Hm. Okay, wo geht's denn jetzt hier weiter? Kollegen. Hier wahrscheinlich, oder? Ja, auch nicht. Oh, okay, es kann doch nicht so sein. Man kann doch nicht so unfähig sein. Ich habe halt durch dumme Witze nicht drauf geachtet, was die gesagt haben. Was steht denn hier? Geht's hier nicht irgendwie denn das Objectives? Locate and meet. Mhm. Blue Force Fields cannot be deactivated. Global Mission Objective. Okay. Blue Force Fields cannot be deactivated. Ich weiß auch genau nicht, wie es weitergeht. Jetzt schon. Geh nochmal zurück hier kurz. Oh
Guck mal, ob da nicht irgendwas war. Aber wir haben ja nichts geholt. Wir müssen den nur holen, oder was? Und jetzt geht's weiter? Nee. Okay. Blue kann nicht deaktiviert werden. Stand da ganz klar und deutlich. Ah, jetzt habt ihr schon, habe ich schon den ersten Moment in diesem Let's Play, wo ich jetzt schon weiß, jetzt gibt's einige Zuschauer, die jetzt schon mit die Hände über den Kopf zerschlagen und sagen, wieso spielt dieser Mann professionell ein Spiel? Oh! Und das ist der Moment, wo jetzt, wo sie jetzt sagen, ja, deswegen, weil er einfach voll gut ist. Beste Spieler der Welt. Ja, können wir jetzt mal... Ach so, okay. Ah, ich habe es ja doch richtig gesehen, nur halt anders, falsch. Das wäre auch ein gutes Merch. Richtig gesehen, nur anders, falsch. Warum bin ich die ganze Zeit von Merch von mir? Kein Merch. Man muss einfach immer noch irgendwas zerstören, habe ich das Gefühl. Und dann geht's weiter. Warte mal. Okay, ich habe jetzt einfach nur was. Ich muss jetzt einmal wieder zurück, oder was? Okay. Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwas wieder aufgemacht. Geil. Was ich vorhin sagen wollte, wo ich vom Anfang des Spiels ab wahnsinnig unhöflich abgebrochen und abgewürgt worden bin, ist. Dass es ein bisschen schade ist, dass ich, ich bin ja hier nicht mehr festangestellt. Das heißt, ich komme ja immer nur für Butter Binge. Oder wenn die lieben Leute mich hier mal einladen her. Bin ja auch nicht mehr in Hamburg. Und heute haben wir einen Slot von 2 Stunden, glaube ich, die Regie. Und soweit kann ich es nur zocken heute. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Ding, das würde ich gerne durchzocken. Vielleicht kann ich ja dann im nächsten Jahr weitermachen. Und wir speichern das einfach und dann gucke ich mal, ob ich das weiterspiele. Weil ich weiß jetzt schon, dass es mir gefällt. Das ist so ein Spiel, das ist wie für mich gemacht. Das sind diese, das ist diese Art Spiel, die ich mag. Kannst sehen. Vollidiot, Donny und der Bruder von Harry Kim. There's Voyager. Trapped. I wish I was back there, recalibrating antimatter containment fields. Snarf, snarf. We are the Borgs. Resistance is futile. Scheiße, bro. They're active. Chris the Borg, get up. The Borg can't adapt to them. Resistance is futile. Wisst ihr, was es heute gibt? Hamburger. Monroe! Chang! Oh! Ich mag meine Hamburger mit Cheese. Warte mal, ich habe keine Waffe. What the fuck? Was passiert hier? Ich habe nur den Idioten hier. Ich brauche den anderen, der ist besser. Okay, die Waffe ist kaputt. Ich phaser deinen Arsch. Es hört nicht mehr auf. Okay. Warum tun die nicht mehr? Understood. Chell, locate Chang. I've sent his location to your tricorder. He's in a maturation chamber for assimilation. Wo sind wir denn jetzt hin? Warum sind wir hier? Borg relay node. Accessing their computer system. Good. The Borg took Chang. We'll find you after he's safe. Okay. Warum hat meine Waffe da gerade nicht getan? War das so ein bisschen Teil dieser ganzen Cut-Sequenz oder was? Die war ja irgendwie so aufgeladen. Ja, ach, die ist leer einfach. Okay. Wo sehe ich denn die Munition? Unten, das sind doch alles noch... Ah, unten rechts, okay. Das scheint die Waffe, Waffenzeug zu sein. Was war denn das hier gerade? Das war einfach der Phaser. Hä? Wieso habe ich ihn jetzt... Wieso guckt der Feuer auf die Uhr? Okay, nee. Okay, ich nehme mal hier den... Okay, alles andere ist leer tatsächlich. Jetzt muss ich aber dann nah ran, aber dann kriege ich doch hier... Ja. Leute, man muss auch mal jeden Gedanken aussprechen, wenn man hier in so Röhren reinwichst. Der alte Röhrenwichser ist wieder unterwegs. Den kennt man auf Schiffs. Manche Schiffe haben ja so eine Rattenplage. Aber was viele nicht wissen, in der Föderationszeit, ja, da gibt es die guten alten Röhrenwichser. Das sind so Typen, die so in die Röhren sich verstecken und dann masturbieren. Ah. Okay, das war wieder das Gleiche. Wir haben was kaputt gemacht und können jetzt wieder raus. Und der Blue Man Group Mann kann jetzt. Weiter da rumwichsen. Wichsen. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich brauche langsam Munition. Ich habe noch nicht irgendwie gesehen oder rausgefunden, wie man Munition auflädt.
Was ist da dein Himmel? Alter, die ist nicht so stark, die Waffe, das ist das Problem. Und der trifft mich auch immer. Der schlägt mich, der macht so eine Backhand, so eine... Warum stirbst du nicht? Oh, dramatisch. Ich brauche eine andere Waffe, Mann. Die ist immer noch leer. Scheiße, ich habe nur diesen Kack-Phaser. Ich bin tot! Das war doch klar! Nein, ich bin eine Burg! Ich bin geborgt! Kann ich jetzt als Borg weiterzocken? Widerstand ist zwecklos. Shots fired. Shots effective. Okay, danke dafür, dass nochmal ganz klar schwarz auf weiß auf schwarz steht, wie scheiße ich war. Shot accuracy 17. Naja. Last save. Okay, you have been assimilated. Okay, das überspringen wir jetzt mal. Die Katze hier. Diesmal nehme ich mal ein bisschen. Pass ich mal auf mit meiner Muni hier. Ah, der hat ein Schild, deswegen. Jetzt check ich, warum der Typ, der ist ein bisschen krasser. Das ist quasi der Panzer. Scheiße, Mann. Okay, und plötzlich ist das Spiel schwer. Aber ich brauche, Leute, ich brauche Munition für die anderen Waffen. Die Waffe ist scheiße. I've sent his location to your tricorder. He's in a maturation chamber for assimilation. Okay. Telsia to Monroe. I found a Borg relay node. Accessing their computer system. Wer ist die denn jetzt dabei? The Borg took Chang. We'll find you after he's safe. Ich habe gerade ein bisschen die Befürchtung, dass ich gerade was falsch gemacht habe. Vielleicht hätte ich dieses Lilane anzapfen können, so im Sinne von wie bei Bagdad-Auffülldinger, wie bei Jedi Knight. Okay, wir gehen diesmal in eine andere Richtung. Ne, von da, kommen wir von hier? Warte mal. Ich bin gerade nicht sicher. Ob wir von hier kamen? Ja doch, es geht jetzt nicht auf, alles klar. Der Idiot kommt natürlich auch hinterher. So, ein guter Cliffhanger für eine kurze Werbung, Leute. Wir machen hier eine kleine Werbung. Und dann kommen wir wieder zurück und dann wissen wir, wo es lang geht. Sag ich euch einfach ganz ehrlich. Bis gleich, bleibt dran. Alright people, welcome back to Star Trek Elite Force, Star Trek Voyager Elite Force 2. My name is Donny and we're just gonna, you know, kick some Borg ass. Wir gehen direkt mal rein. Also folgende Thematik. Er ist ein Vollidiot, nervt mich. Da will ich hin. Da ist irgendwie so ein Baryon Sweep gerade am Zugange. Da kommen jetzt gleich mega viele Borg. Ich habe aber nur Kackwaffen. Ich habe nur noch den Phaser. Tricorder kann ich auch nichts machen. Außer hier random. Ach so, ich kann ihn scannen. Okay. Ist gar nicht so schlecht. Bolian Mail. Gucken, ob man noch andere Sachen scannen kann, aber scheinbar nicht. Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe hier jetzt doch unten habe ich noch ein bisschen Munition dafür. Jetzt ist da blinkt unten rechts ganz unten das lederne 0. Dann ist da 4 von 2. Ich check's überhaupt nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt da noch einen Schuss. Und den werde ich jetzt gut verwenden. Und ich versuche jetzt mal den Secondary Shot, ob da irgendwas was anderes, geileres passiert. Okay, die ist wer, die Waffe. So, jetzt schieß den mal ab jetzt hier, den Kollege. There's another one. Hey, jetzt ging er schnell runter. Was ist denn was nicht so? Ich muss mal kurz was testen. Unten rechts gucken, wie geht der Phaser ab? Der lädt sich immer wieder auf. Okay, alles klar. Also Phaser hat man unendlich, habe ich jetzt verstanden. Dann ist es ja gut, dann kann ich ja ein bisschen ballern. Der war voll schnell. Der hat so ein Schild, der ist der Krasse. Den müssen wir irgendwie wegficken. Die sind richtig stark. Jetzt muss ich den Phaser wieder aufladen. Schieß ihn nochmal ab. Kann ich den überhaupt? Weil der hat doch so ein Schild. Da passiert nichts.
Okay. Ups. Okay, also bin ich ganz sicher, ob ich überhaupt dieses Schild penetrieren kann. Aber scheinbar irgendwie schon. Aber es ist mir ein bisschen suspekt alles. Ich brauche einfach eine geilere Waffe mal. Kann ich da irgendwas machen hier? Nee. Ich will vor allem unbedingt auf die Voyager, Mann. Es muss so geil sein, da rum, drauf rumzulaufen, ey. Hier kann man bestimmt aufladen. Ja! Gib mir das geile... Gib mir das geile, den geilen Saftlern, Mann. Gib mir die Säfte. Füll sie mir ein. In meinen Waffenschlund. Was habe ich jetzt für alle Waffen wieder? Ja, Mann. Oh, guck mal, wie geil. Ich lade mir die geile Scheiße rein. Unten rechts, guck mal, wie es hochgeht. Mmh, lecker, lecker. Geil. Aber guck mal, wie lang... Ah, jetzt check ich das. Okay, die Waffe ist natürlich geiler und dann dauert das Aufladen halt 100 Jahre und ich kann das jetzt... Da hat man natürlich keinen Bock drauf. Die Waffe lebt wahrscheinlich ein klein bisschen schneller, weil die nicht ganz so geil ist. Okay, aber das reicht jetzt erstmal, weil ich jetzt keinen Bock, 100 Jahre da rumzustehen. Tricorder, let's go, wir sind schon voll drin, Leute. Kein Problem. Ja, hab ich doch, ich mach das doch. Achso. Modulating! We are modulating! Okay. Chang is below us, but the only lift control panel is up here. Snarf, snarf. Stay here and operate the lift. I'll get Chang. Das ist so alles so geil typisch. Aber ich lieb's. Immer das Gleiche. Wie vielen Spielen es genau diesen Aufzug gibt, wo genau der Protagonist das sagt oder der andere Typ dem Protagonisten sagt. Warte du hier. Ich check mal mit dem Aufzug. Fahr du mal runter. Harry Kim ist schon fast geborgt. Didn't I order you to stay close? Get out! Negative. I'm shutting this force field down. Don't go anywhere. Okay. Da ist er, Kollege. Der wird voll abgeborgt gerade. Kann man auch einfach an den vorbei sneaken? Wieso ist die Waffe kaputt? Oh, time until assimilation. Vielleicht ist das aber auch nur eine Secret Area hier oder so? Mal gern. Ja, scheiß drauf, geh nochmal rein. Ja, ich denke mal, das hätte ich jetzt, habe ich jetzt tun müssen. Das ist irgendwie bestimmt immer das gleiche. Wie ist denn der Top? Wie ist denn der zweite Schuss von der Waffe hier? Ah, okay, hier kommt so ein. Das ist ein bisschen geiler. Ah, der ist viel geiler. Der Schuss. Okay, let's go. Biggity Bock. Das sieht nicht so. Doch, da kann ich wahrscheinlich, wenn ich auf den Dingern laufe. Aber ich darf nicht da runterfallen, ne? Denke ich mal. Headshot in dein Gesicht. Hast du. You're too late. Chang's been assimilated. Oh, scheiße. Oh, ich hab den. Okay. Ja. Nee. Lass mich. Da war ein Countdown. Ich hab ihn gesehen, aber ich hab ihn dann am Ende nicht mehr gesehen. Immerhin haben wir unsere Shot Accuracy verschlechtert. Das ist immerhin, glaube ich, ganz gut. Last safe, let's go. Ja, ich hab den Countdown ja auch noch gesehen. Nein, hier oder was? Freunde! Ich will. Jetzt kann ich das alles nochmal neu machen. Oh, ficken, ey. Ich muss mal anfangen zu speichern. Laser deinen Pimmel weg jetzt. Scheiße, Mann. Jetzt muss ich das alles nochmal machen mit diesen Vollidioten. Langsam keinen Bock mehr auf diese Power-Couplings hier ständig. I've sent his location to your tricorder. Okay. He's in a maturation chamber. Progamer activated jetzt, Leute. Ich muss jetzt mal kurz Progamer sein. Ich mag das lieber, wenn ich so ein bisschen down to earth bin und so ein bisschen, weißt du, relatable so, weil ich dann halt so ein bisschen so wie ihr spiele. Ja? Deswegen spiele ich ja meistens so ein bisschen extra schlechter, damit halt irgendwie mit so ein bisschen mehr, weißt du, so, damit man sich mehr mit mir identifizieren kann als Let's Player. Aber ihr wisst, wenn ich den Torben aktiviere, dann ist halt einfach geil. Das mache ich jetzt mal kurz, damit wir hier mal schnell weiterkommen. Torben. Aktiviert. There's another one.
is irrelevant. Resistance is too high. Look out! Stop! Ich muss jetzt gleich mal speichern hier. Options. Quick Save, Leute, ganz wichtig. Controls. Gameplay. Quick Save. Ja, oh, ganz wichtig. Das darf ich jetzt nicht verkacken. Quick Save machen wir auf F5. Quick Load auf F9. Okay. Speichern. Yes. Oh, oh. Torben, ich hab vergessen, Torben wieder anzumachen. Ist wieder drin. Leute, verreck doch mal! Ey, der Typ! Wieso hat der so viel Energie? Und warum ist immer noch links die ganze Zeit dieses Ausrufezeichen? Was ist das? Muss ich erstmal aufladen hier. So, und jetzt hier nochmal ein paar Waffen aufladen. Das habe ich zwar auch immer noch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich macht. Das Lila da unten verstehe ich nicht, was das ist. Lädt er jetzt alle. Guck mal, jetzt habe ich da viel mehr mit der Waffe. Aber ist es immer noch leer oder funktioniert es jetzt? Warum funktioniert das nicht? Das verstehe ich original nicht. Vielleicht die 0-0, ist das die Munition? Nee, weil da geht jetzt, guck mal, 8 von 4. Reload. Ist vielleicht irgendwie so ein Störungsfeld hier, dass die, dass der iMod irgendwie nicht geht? Keine Ahnung, Leute, schreibt es in die Kommis. So, diesmal haben wir gespeichert. Ballern, Leute. Aufzug. Jetzt labert er wieder. Chang is below us, but the only lift control panel is up here. Stay here and operate the lift. I'll get Chang. Okay, jetzt ballern wir alles weg da unten. Das wird so easy. Lächerliche Borgs. Hier überspringe ich. So, diesmal haben wir den Countdown im Griff. Okay, wo müssen wir hin? Warum leben die noch? Hä? Stopp doch mal. Leute. Fuck, jetzt läuft wieder der Counter ab und ich weiß nicht, was. Ich muss jetzt erstmal diese, wie immer, diese Dinger kaputt machen. Okay, Leute, es läuft ab. Ich speichere jetzt natürlich nicht, weil dann habe ich wieder an so einer Stelle gespeichert, wo wir nie wieder wegkommen. Von. Okay. Schnell, Leute, fuck. Ich muss mich beeilen. Time until assimilation. Ah, okay, jetzt easy, dann gehe ich jetzt hier rein und chill mal. Monroe Voyager, beam Chang out. Ja, die Typen, Alter. Die haben übelst die Schilde. Verreck doch mal! Was geht? Ich mache irgendwas essentiell falsch, habe ich das Gefühl. Weil die verrecken nicht. Oh. Leute, ich bin tot. Ja, Leute, ich komme hier nicht hoch. Let's go, Cheesehead. Fickt euch, ich muss hier einfach noch raus. Wohin muss ich? Was ist das hier alles? Warum ist das so schwer? Okay, bin ich jetzt wieder da. Der war nice. Guck mal, ich krieg die einfach nicht tot. Several Wine brauche ich jetzt, die das irgendwie hinkriegt, die das irgendwie ändert, sodass ich jetzt. Komm, fahr hoch. Ahnung, wie ich die killen soll. Weil die sind ja auch enddumm, die machen ja nichts, außer mir dumm hinterherlaufen. Aber ich verstehe nicht, wo ich die treffen soll, damit die sterben. Oh, Leute!
Jetzt mal ernsthaft, die sterben doch nicht. Was mache ich denn hier falsch? Ich brauche Energie, die folgen mir bis zu... Was weiß ich? Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wah! Wah! Headshots bringen nix. In die Füße schießen bringt auch nix. Vielleicht muss ich das so machen? Kommen die hier mit rein? Nee. Vielleicht kann ich die ein bisschen lamen hier. Einfach. Ja. Die sterben einfach nicht davon. Ich meine, ich hoffe jetzt, keiner denkt die ganze Zeit, was macht der denn da? Da ist doch hier das Schild zu sehen. Ich sehe ich auch, aber die... Ich, das hat jetzt trotzdem was gebracht. Guck mal, man muss die einfach Ewigkeiten abschießen und dann sterben die irgendwann. Oh, es ist ein Scheiß, Mann! Ich bin geborgt. Oh, Shot Accuracy, nein, das wird immer schlechter. Ah, last save. Okay, immerhin. Der Typ muss mal überleben, ey. Ich guck mir gleich mal irgendwie die Settings an, was ich da anders machen kann vielleicht. Vielleicht kann ich irgendwie auch einen Nahkampf machen oder so, die irgendwie, weiß ich nicht, wie heißt... Muss mir das mal kurz angucken. Hab ich irgendwas verpeilt? Attack! Secondary Fire habe ich schon gemacht. Holster. Reload. Es gibt nicht irgendwie so, weißt du, so, ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie die Schilder von denen kaputt machen, aber das gibt's nicht. Ich muss jetzt mal alles länger aufladen hier diesmal. Ist schwierig. Sag ich euch ganz ehrlich, habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet damit, dass ich so schnell hier in die Bedouille gerate. Wahrscheinlich denkt sich der eine oder andere jetzt gerade vielleicht eventuell, nicht wahrscheinlich, sondern es könnte sein. Ja, hättest du mal vorher gegoogelt, das ist das alte Problem bei diesem Spiel, dass in diesem Level nie jemand jemals weitergekommen ist. Und dann wäre ich ständig jetzt natürlich dumm da, meinem Aufladegerät hier. Die Hand ist auch creepy, guck mal diesen Finger an. Ja. So, ich streichel den mal. Ah nee, seine Finger wären auch da. Ich wollte den so creepy das Gesicht fahren. Finde ich auch gut. Wir laden das jetzt mal unten, guck mal unten rechts, ich lade das jetzt mal ganz auf. Warum auch immer, und danach speichere ich und dann habe ich ja wenigstens, so jetzt ist es ganz aufgeladen. So, warum diese andere Waffe nicht funktioniert, obwohl ich sie die ganze Zeit auflade, ist ein Riesenrätsel, schreibt es bitte in die Kommis. Nett, bitte nett. So, speichern. Let's fuck this shit up. Recorder, ne, dann speichere ich danach. Man muss effektiv sein. Speichern. Wieder, wenn ich jetzt hier runterfahre. Stay here and operate the lift. I'll get Chang. Okay, get Chang, Idiot. Nee, jetzt kommt ja erstmal nochmal eine Cutscene und danach speichere ich. Und so hangeln wir uns immer weiter dran, immer weiter länger geil. Bis wir das richtig diese Borgs zerficken. So, muss ich die überhaupt angreifen? Vielleicht muss ich die gar nicht angreifen. Vielleicht kann ich einfach so mich hier so rum wieseln, weißt du? Ah, ist so. Ich glaube, das könnte der Trick sein. Vielleicht muss ich die gar nicht angreifen. Das machen die ja manchmal bei manchen Folgen auch. Dann laufen die einfach, weil ja die Borg, die sind ja so programmiert, dass die nur Sachen angreifen, die eine Bedrohung darstellen. Und ich irgendwie als Humanoid, da, das ist für die ja keine Bedrohung, die sind ja wie so Tiere. Ja? Oh, jetzt kommen wir alle. Das ist wieder nicht so gut. Okay, jetzt haben wir den raus. Speichern. Okay. Jetzt habe ich Schiss. Okay, ich habe original offiziell Schiss. Weil jetzt kommen sie von allen Seiten. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll und was ich machen soll. Okay, der ging jetzt zum Beispiel weg. Mit einem Schuss. Warum? Und die jetzt auch? Nee, jetzt hat die ein Schild. Die haben sich jetzt angepasst. Okay. Die haben Borg-mäßig, haben die Technologie, haben die Phase,
Phase meines Stoßes haben sie angepasst. Das ist so typisch Borg. Ein guter alter Borg-Trick, den machen die gerne. Der Adapt, wie heißt das? Die haben sich angepasst. Technologie angepasst. Geht's mal hier rüber. Weil ich glaube, hier geht's weiter. Da ist gelb, scheiße. Oh, Tricorder. Nee, doch. Schnell. Ich werde gleich angeschossen hier. Ja, ich modelliere weiter. Scheiß drauf. Komm, let's go. Modelliere mich jetzt richtig geil. Fuck off. Und jetzt, was ist denn hier? Was ist denn das für, ist es für Waffen? Ich hab alles voll. Scheiße. Ah nee, muss ich kaputt machen. Mann, wieso bin ich gerade so verpeilt? Ich schieß die einfach gar nicht mehr ab. Speichern. Was ist denn jetzt aufgegangen? Irgendeine Tür muss aufgegangen sein. Oh, oh, hier sind überall. Ah, vielleicht. Ah, Aufzug hoch. Aufzug hoch. Das war der ganze Plan. Fahr hoch. Okay, Chell. Yes, sir. Ja! Ensign Chang is safe. Turbo, du geile Sau. Nochmal speichern, man weiß nie. Yes, man, Leute, wir haben es geschafft. Nice job, voll einfach. Beim ersten Mal. Find Telsia. Now we have to find Telsia, okay. Können wir noch ein bisschen help hier? Ein bisschen Backback? Vorsprung. Radar, radar. Die war doch hier hinten dann in. Jäger wieder zurück, ja. Okay, doch, wenn es aufgeht, kann es richtig sein. Ich will eigentlich auf die Voyager schön noch 10 Forward ein bisschen was mit dem Doktor schnacken. Wird mir von Neelix einen schönen geilen Eintopf kochen lassen, ja? Das will ich. Mit Tom Paris aufs Holodeck gehen, ein bisschen Billard spielen. Mit Harry Kim ein paar Alien-Frauen aufreißen. Das sind die Sachen, die man machen will, Leute. Mit Chakotay irgendwelche Indianer-Scheiße besprechen. Und mir ein Henna-Tattoo ins Gesicht machen. Und mit 709, naja, weiß man, ist ja, ich meine, denke ich mal, klar. Mit der will ich natürlich puzzeln. Und jetzt gehen wir mal hier nochmal ran. Brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, was man soll, aber ich. Das Ding ist ja, man muss einfach, wenn man auch nicht weiß, weiter weiß, einfach mit Selbstbewusstsein nicht wissen, wie es weitergeht. Und das mache ich gerade, demonstriere ich gerade, finde ich gut. Ah, okay, wir hätten nur hier durch müssen. Aber ich finde, ich bin sehr selbstbewusst da durchgegangen am Ende. Ja, das hat man schon gesehen. Beide Brust. Hashtag beide Brust. Lasst in die Kommis da. Lasst mir ein Hashtag. Ja. Lasst mir doch ein Hashtag da, du scheiß Blue Man Group, Vollidiot. Warum bist du so scheiße? Komm, ich drück dich jetzt hier in die Wand rein, du. Nein, war nicht so gemeint, Mann. Hey. Hey. Guck mich an. War nicht so gemeint. Hey. Komm. Hm? Nicht schießen. Die sind, okay. Ich hab's jetzt kapiert. Dieser Laser einfach nicht von denen sehen lassen. Ein bisschen wie in der Serie tatsächlich. Okay. Brauchen wir mal ein bisschen länger, Freunde? Und das war natürlich der große Aha-Moment, dass man eigentlich sich so verhalten muss, nur wie in der Serie. Nicht mit den Borg ballern, weil die passen sich schnell an, sodass sie dann Schilde entwickeln. Und man darf von diesen Laserdingern nicht gesehen werden, weil sonst sehen die einen ja nicht. Telsia. Oh. Can you disable this force field? I don't see a way. I'm retrieving the location of the generators. Okay. Lass mich raten, ich muss gleich wieder irgendein Ding abschießen und dann. Whoa, Bros! Ich will die einfach gar nicht mehr abschießen. Ey, jetzt ist aber hier schon ganz schön, sag ich mal, was los. Oh, da muss ich wieder rein wahrscheinlich. Da, natürlich. Ich bin ganz schön angeschossen hier gerade, sorry. Nicht cool. Ah, was ich jetzt wohl machen muss, lass mich raten. Also da hatten sich auch die Game Designer gedacht so, ach komm Leute, scheiß drauf, wir machen einfach immer wieder so einen Tunnel, wo man dann da reingeht und eine Kupplung zerstören muss. Das fällt den Leuten schon nicht auf, komm. Die sind doch dumm. Der war nicht schlecht, hä? Guck mal, die sind noch nicht angepasst, deswegen kann ich die jetzt auch wegballern. Nice! Ah, ich bin Profi, Mann. Come on. Muss man auch mal sagen. Ne? Schon auch echt gut.
Verlass dir nicht den Idioten an die Konsole. Hey, Google, Porno. I found the dampening field generators. They're up in subjunction 37 near the Borg central plexus. Good job. They beamed in right after I decrypted data about new drone technology. That must be some important data. They didn't beam in even when we were shooting up the place. That means they classified us as a threat. This just got messy. Boah, geil, der Blick. This just got messy. Get on the lift to subjunction 37. I fed the location to your tricorder. Also geil gewesen, so ein richtig dummer Gag incoming jetzt, Leute. This just got messy. Und dann so Schnitt auf einen der Borg, der so ganz geil mit dem Fußball so Übersteiger macht und so den Ball hochhält und so auf den Kopf so Köpfer macht und so. Ah ja, okay. Sorry, das war für uns alle unangenehm. Lass mich raten. Einfach mal zerstören, oder? Ja, quasi eigentlich. Das Spiel hätten sie auch Power Coupling Destroyer nennen können. Bisher. Und es hätte einfach komplett Sinn gemacht. Aber ja, die kommen jetzt mit, oder was? Ah, guck mal, der hat keine. Ja, Monday morning, ha? Huh? Okay, die sind jetzt alle so ein bisschen gearscht, oder was? Ja, die sind überall welche, die Schlaumeier. Ich laufe schon wieder zurück. Ich sollte hier, glaube ich, nicht hin. Was ist denn mit denen los? Was hat die denn für eine Waffe? Okay, der hat ein Schild, den gehe ich aus dem Weg. Ich habe noch 68 HP. Kommt hier rein, Leute. Jetzt fährt es bestimmt hoch, sage ich. Ja. Bock, 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 bock. Wie macht ein Borghuhn? Bock, 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 bock. Haha. Ach Gott, ey, ich habe heute richtige Scheißwitze. Ach, habe ich ja schon kaputt gemacht, okay. In dein Gesicht. Okay. Das ist ganz weird, dieses Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Want some more? Want some more? Snurf, snurf. Das HP Generator, Bro. Oder? Nee. Hä, ich check's grad nicht. Ist das nicht ein Help-Ding? Doch, nee. Kann ich auch zerstören. Oh, Leute, ich lass mich mal kurz hier eine Runde drehen, bitte. Das sah so aus wie dieses HP-Ding. Ist es aber nicht, ne? Power Coupling, ja. Okay, wieder zerstören einfach. Wie immer. Da ist ein Help-Terminal. Doch, ich warte recht. Oh Mann, da hat mich hoch. Jawohl, okay. So, wie geht's jetzt weiter? Okay, wir machen denen die Energie weg, ne? Dann bleiben die so stehen, wenn die keine Energie mehr haben. Hä, ich hab das doch alles schon zerstört. Versteh ich grad nicht. Okay, einfach weiter. Das ist ein bisschen random alles, aber gut. Einfach weiter fleißig Powerkupplung zerstören. Press Objective Key. Okay. We've got contacts. Ah, Leute, es ist immer noch. Ich bin immer noch voll drin. Ich find's immer noch geil. Weil ich aber das große Ziel auf die Voyager zu können gleich. How's Chang? The doctor expects him to make a full recovery. We're proceeding to the dampening field generator so we can release Voyager. Robert Picard. Roberto Picard? Robert? Wieso was? Geiler Schauspieler. Okay. Let's go! Idiotentrupp! Vorwärts! Okay, wieder das gleiche. Oh, ich will hier raus aus diesem Borg-Kubus, Leute. Das macht keinen Bock. Ah, nee, ich muss erstmal die Borg, dass die nicht mich nerven. Hier gibt's bestimmt auch wieder Power-Kupplungen irgendwo, oder? Wäre ja gelacht, wenn nicht. Können wir die zerstören? Nee. Das haben wir ja gelernt jetzt, dass das dann halt nicht geht, ne? So, oh, strafe mal vorbei an euch Vollidioten. Da war doch hier noch ein. Da geht's irgendwie runter. Vielleicht muss ich nach unten. Kupplung zerstören und dann kann ich oben in Ruhe den Schalter betätigen, denke ich mal. Was passiert hier? Okay, ist doch kein Aufzug. Kann man da. Oh, I'm tempted. Whoop-bippi. Oh nein, ich glaube, ich bin tot, wenn ich jetzt da hingehe. Okay, scheiße. War nicht so wie. Look out! Okay,
Schieß doch mal die Borg ab, Leute, und lass mich Mama an die. Lass mal den Papa hier an die Konsole ran. Okay, das geht ja. Oh oh. Wir sind gleich tot, glaube ich. Ja. Guck mal die HP. Aber es geht noch. Ja, nice. Weg. Shit. Oh, Scheiße. Ah, okay, die sind weg. Ach, Energy Terminal, okay. Was ist Energie? Okay, Energie! Leute, jetzt habe ich wieder Energie für die. Vielleicht war das jetzt die ganze. Die iMod, geht der jetzt wieder? Ja, Energie ist das andere. Also Energie, Munition und Herd. Aber irgendwie. Wahrscheinlich gab es schon Energieterminals und ich habe sie noch nicht. Ich habe sie einfach übersehen. Oder zerstört. Das interessiert mich. Kann man die zerstören? Nee, okay. So, wo geht's weiter? Da jetzt. Schön aufgeleuchtet. Game Design. Level Design. 101. Jetzt kommen wir da drauf und dann geht das runter, oder? Nee? Hm. Ja, dann gehen wir mal zu meinen Kollegen hier. Wohin sollen wir, Leute? Folgt mir. Ich glaube hier. Weil hier waren wir. Hier ging es weiter. Was mache ich jetzt nicht? Also dem Level Path folgen wir hier. Okay, dann geht das jetzt wahrscheinlich auf. Ja, okay. Also. Wow, in mein Gesicht hat er mir geschossen und ich habe vor Ewigkeiten gespeichert. Scheiße. Wann war denn hier der letzte? Ey, wir haben eine bessere Shot Accuracy. Wann war der letzte Save? Ja, okay, das geht noch. Oh, ich muss mich mehr an Speichern erinnern. Aber das geht echt noch. Das ist ja wirklich nur hier rein, dann das Ding zerstören. Diesmal geht's schneller, weil ich jetzt, die sind noch nicht aktiviert. Speedrun activated. Okay, das ist einfach ein Risiko. Oh, ja. Gibt's nicht richtig. Ja, ich mach die Waffe hier. Achso. So. Das ging ja schnell, jetzt speichern gleich. Ich habe noch 30 HP, nicht so gut. Speichern. Egal, mit 30 HP. YOLO! So, die schießen mich jetzt einfach diesmal nicht ab. Die war nicht hübsch. Oh, shit. Das wird echt langsam knapp, muss ich sagen. Mit meiner Energie hier. Oh, ganz wichtig. Jawohl. Speed Game! Speedrunner Danny, du du du. Speedrunner Danny, du du du. Speedrunner Danny war wieder unterwegs. Warning, exiting area. Ja, einfach nur weg hier. Ich will nur noch auf die Voyager, Freunde. Ist doch ein guter Punkt, hier mal ganz kurz nochmal runterzufahren, Leute. Wir machen uns das mal kurz mal ein bisschen locker. Und gehen in eine kurze Werbung. Und dann kommen wir wieder. Und dann geht's weiter. Hi, hey, du, na? Herzlich willkommen zurück zu Rocket Beans Let's Play. Mein Name ist Donny. Und ich finde es schön, dass du da bist. Ich war am Anfang auf der falschen Kamera, war ich, ne? Egal, komm, wir gehen direkt mal rein. Ich mach das ja auch nicht mehr so oft, Leute. Ich bin eingerostet. Aber es ist halt immer noch einfach absoluter Premium-Gamer-Content. Muss man einfach auch mal sagen. Ich meine, keiner kann so gamen wie ich. Take that. Einfach ein Gamer. Ja, man kann Strafe jumpen tatsächlich. Guck mal. Wow. Geh auf. Die anderen übrigens, meine beiden Kollegen, die sterben übrigens nie, ne? Das ist einfach. Ist halt so. Kommt her. Look out, cover me! Look out for your tits. They might go on fire. Fire tits. Hair Terminal, pull me up. Power Coupling, ah ne, Mann, ich verbraff's jedes Mal. Die sehen alle so ähnlich aus. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Mhm.
sehr Jedi Knight 2-esque, gerade auch diese Einstellung. Was ist denn mit dir los, Kollege? Warum bist du jetzt hier? Musst du jetzt die Wand da anficken? Wir sind hier auf einer Mission auf dem Borg-Schiff. Und du musst jetzt hier die Wand anrammeln, oder was? Hallo? Jetzt ist aber eine Provokation nur noch. Also das... Der Blue Man Group Mann, der muss raus aus dem Team hier. Der macht, also der trägt nichts dazu bei. Gib mir deine Waffe wenigstens. Meine ist leer. So, wir gehen hier mal runter. Oh, Arschlöcher, hier. Und hier ist irgendwas, was ich kaputt machen muss. Wetten. Tricorder. Das wird ein bisschen länger dauern, diesmal modulaten, sag ich. Was macht er denn? Der macht nichts. It's resisting modulation. Monroe, use your tricorder on the generator's panel. The two of us can trigger a degenerative feedback loop. Okay, mach ich doch gerade. Da passiert aber nichts. Use tricorder to shut... Mach ich doch. Ah ja, okay. Oh, jetzt wird's aber weird. Jetzt kommen hier Rätsel oder was? Compose target... What? Was ist hier? Was soll ich machen? Okay, ich muss das irgendwie gleich. Okay, ich muss das jetzt irgendwie anpassen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Kann man noch mehr einstellen? Das kann man nicht andrücken. Okay, mal kurz. Okay, das ist einfach falsch. Wir müssen irgendwie... Das macht einen so ein bisschen verrückt, wenn man lange drauf guckt. Das ist doch erst fast gleich. Hä? Boah, das macht einen wahnsinnig. Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier gerade passiert. Das ist das Ziel. Tricorder sagt das hier. Aber das ist umgedreht. Wieso? Nee, es ist nicht. Warte mal. Das ist doch jetzt gleich. Also ich versuche jetzt mal das links auf das gleich wie das rechte zu machen. Aber das ist glaube ich falsch. Geht auch nur bis, guck mal, die Amplitude ist weniger. Das geht bis dahin. Okay, das stimmt jetzt. Amplitude stimmt mit 3. Fertig. Frequenz. Offset ist, glaube ich, dann das Feintuning. Frequenz ist... Nee, das ist zu viel. Das ist ein bisschen auch die Geschwindigkeit. Ne? Das ist doch jetzt richtig. Und jetzt Offset ein bisschen nur, oder was? Da machen wir jetzt auch gut Glück. Machen wir einfach jedes durch. Ja! Ich bin der Hackermann! Der Hackermann, der alles kann, wenn der Mann der Hackermann Mann ist. Aber ich hab's am Ende tatsächlich verstanden. Applaus, ja, toll, Donny. Du hast das einfachste Aufgabe verstanden, die jeder versteht. Oh, schreibt's in die Kommentare. Okay, das haben wir jetzt kaputt gemacht. Cool. Mit irgendeinem Tricorder Gedöns. Und jetzt geht's weiter, weil wahrscheinlich, lass mich raten, irgendwie wieder ein Force Field offen ist. Das welches vorher aktiviert war. Jetzt kommen da wieder die Schweine. Hier kommen wir jetzt neu, oder? Nee, doch. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Okay. Doch, hier waren wir schon. Aber vielleicht... Und hier kamen wir? Ich gehe, glaube ich, komplett zurück wieder gerade. Aber auch vielleicht auch nicht. Ja, hier sind Gegner. Aber ich habe mir ein bisschen Energie erstmal. Want some more? No, I don't want some more. Vielleicht sind wir ja doch richtig. Ich bin jetzt relativ intuitiv einfach mal in die Richtung gelaufen.
war jetzt nicht viel, war nicht viel Gedankenschmalz da jetzt bei. Ne? Hier war ich doch schon. Hier muss ich auch rein. Okay, dann muss ich das jetzt auch aufkriegen, damit ich das auch kaputt machen kann. Mhm, okay. Das heißt, langer Gang, lass mich raten, es kommen gleich Box angebeamt. Irgendwo hier. Okay, doch nicht. Hier war nix. War hier ein Power-Coupling oder so. Ich such die Power-Coupling, Kuppelung. Power, 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 Kuppelung, Lung, Lung. Power-Coupling, ja. Ich such die Power-Coupling, ja. Ich such die Power-Coupling, Mann. Ja, die such ich hier, ja. Power-Coupling, hey. Hey, 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 hey. Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Power-Kupplungen. Ja, hey. Ja, schieß die mal bitte ab. Und lass mich mal hier in Ruhe suchen. Ja, ja, mach die mal bitte da. Tötet die mal bitte. Ich weiß offiziell gerade nicht mehr, wo es lang geht. Jetzt ist hier auf einmal offen. Nee, da war... Hier waren wir doch gerade. Dann haben die Tricorder-Scheiße gemacht. So. Was ist jetzt hier los? Wo muss ich denn hin, verdammt? Das kann ja jetzt nur, wir machen es ganz logisch und ganz ruhig und halten mal schön die Füße still kurz. Das kann ja nur hier lang gehen. Da wollen wir lang. Da muss aber noch aufgemacht werden. Hier ist nochmal ein Hellterminal, haben wir noch ein klein bisschen. Vielleicht geht's hier hoch. Eventuell. Kommen die mir hinterher? Nee. Doch, warte mal. Dann hier waren wir auch schon, aber ich bin nicht ganz sicher. Da können wir nicht lang, da können wir nicht lang. Ja, hier geht's ja nur lang, da war ich ja doch richtig. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Dann jetzt hier mal durch. Tür auf. Und vorhin, das ist der rechts, kommt der lange Gang? Nee. Okay, hier ist irgendwas... Gehen wir hier rechts. Ein bisschen verloren. Jetzt kommt der lange Gang. Und hier ist dieses Ding, wo wir auch rein müssen. Aber wie kommen wir da rein? Jetzt wird es hier langsam, aber sag ich mal, auch ein bisschen, ne? Wisst ihr, was ich meine, ne? Ein bisschen lächerlich, muss man auch mal sagen. Ein bisschen lächerlich. Ja? Captain Picard. Viele nicht wissen, ich bin ja gut befreundet mit Captain Picard. Da ist es doch, guck. Das war doch alles geplant. Alles richtig gemacht. Profi. Pro Game. Pro Game Air. Okay, aber hier geht's trotzdem nicht weiter. Ja, wird jetzt wahrscheinlich das andere Ding sein. Dann machen wir nochmal schöne Tricorder-Frequenz. Da kann ich ja weiter erzählen. Also, Picard und ich, lange Jahre Freunde gewesen. Ich kann ihn noch, bevor er die Glatze bekommen hat. Fantastischer Kerl. Geht auf jeden Fall extra auf ein paar komische Sachen, aber privat. So, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Amplitude musste wie... Da sieht man nämlich diese Streifen. Vielleicht habt ihr es auch erkannt. Man kann sozusagen als Hilfslinie, das ist jetzt schon mal richtig Amplitude. Dann, das muss man eher noch Gefühl machen, wie das halt drüben ist ungefähr. Das ist richtig. Dann jetzt Offset. So, fertig. Also, als... Sorry, Leute. Also, hm? Pro-Gamer? Fragezeichen? Two generators down. The Borg have come out of their regeneration cycle. They're adapting to our new shield technology. We don't have much That's time. That's two generators down. Snarf, snarf. Wer die Referenz versteht, gerne in die Comics. Comics. Die Waffe tut wieder. Oh, warum geht's jetzt hier nicht durch? Ich dachte, hier würde es jetzt weitergehen. Hm. Schau mal nicht. Das ist ja auch immer so, die sind die Borg, hey, das sind immer so richtig geile Wichser, hey, die Borg. Die machen immer so richtig geil Assimilationen, ja, dann bist du auch einer für den, das funktioniert halt echt, also die kommen schnell in so einen Borg-Kubus. Sagst hallo, servus, was geht? Und dann machen die, ja, Widerstand ist zwecklos und dann bist du einer von denen, dann bist du auch ein Borg. Also zum Schaffen ist geil, wenn du hast mehr Kräfte, dann kannst du mehr der Akkuflüge auch geiler, aber ich meine, das war es halt auch dann. Gell? Okay, wahrscheinlich einfach hoch, oder? Kommt ihr auf den Aufzug, bitte?
Jetzt schieße ich halt auch mal welche ab. Ja, da, hier war er vorhin zu, ne? Kann man jetzt da assimilierungsmäßig durch. Yay! Secrets 0 von 0 found, Starships 0 von 0 found. Das glaube ich gleich in jedem Level bis jetzt so. Lasst uns jetzt mal auf die Voyager. Ich habe keinen Bock mehr auf Borg. Borg-Schiff. There's another one. Cover me. There's another one. Schnarf, schnarf. Schnarf, schnarf, schnarf. Guck mal, ich hole mir sogar den Held direkt mit meinem Arsch in euer Gesicht, ihr Borgis. Andrea Borg. So müssen wir das nennen, dieses Let's Play. Andrea Borg greift an. Ja, Leute, wo sind jetzt hier die Power Couplings? Wir wissen doch eh, da geht's nur darum, die wieder zu zerstören. Da ist eine. So, und weiter geht's. Das ist einfach, das ist scheiße. Aber hey, es ist, ja, wenn man das Prinzip verstanden hat. Das, ihr könnt auch nichts anderes sagen, außer there are too many of them, oder? Dann komm auf den Aufzug. Ja, komm mal hier rauf jetzt. Das ist nicht so gedacht. Der blaue ist kaputt oder was? Der hat mir recht, ehrlich gesagt. Ja, vermisst, der vermisst keiner. Oder muss ich den jetzt holen? Was ist denn hier los? Ich sehe nichts. Ja, okay. Cover me. Komm doch einfach auf den Aufzug, du Vollidiot! Watch out. Komm hierher! Wir fahren hoch, Mann! Ich stehe auf dem Aufzug! Scheiß doch auf die! Den muss man wahrscheinlich jetzt killen, oder? Ja, jetzt komm! Come on! Bro! Ich schieb dich jetzt da drauf, Alter. Komm jetzt! Hier! Hallo! Aufzug! Der fährt ja gar nicht hoch. Oh, okay. Hä, aber hier muss doch irgendwas sein. Müssen wir alle töten oder so? Oder habe ich noch eine Power Coupling vergessen? Oh, ich habe gerade zufällig eins abgeschossen, glaube ich. Hast du es gesehen? Ich habe gerade, glaube ich, einfach nur per reinen Zufall die andere Distribution Node kaputt gemacht. Da links an der Wand hier um die Ecke. Hier. War gar nicht mein Plan. Aber habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kommen die vielleicht mit auf den Aufzug. Muss ja. Komm. Nope. Oder muss der erstmal runterfahren? Sundurukuril Sandarera Nemashita Neborgi. Das war japanisch-bulgarisch. The third generator. Oh, schnarf, schnarf. Let's go. Ja, gib mal, hey. Okay. Oh, diesmal ein bisschen, aber hallo, hallo, du. Amplitude, ich hau da eine rein. Amplitude, die ist ungefähr so breit. Ja. Und dann haben wir es doch schon. Oh! I'm a hacker, baby! Monroe to Voyager. How's that dampening field? Okay. It has dissipated. Voyager is ready to depart. Three yes. To beam out. Oh, jetzt geht's auf die Voyager! Bei einer geilen Stimme. Voyager. Beam up. Hey. Monroe to Voyager. Where's my team, Tupac? Nein, die haben uns geborgt. They are safe on Voyager. We are having difficulty transporting you through the anti-lepton interference. We had to send your pattern back to the Borg vessel. Where in the Borg vessel? The Borg central plexus. Your primary objective is to avoid alerting them to your presence. Okay.
Borgmann! Oh! Da haben sie aber hier... Too late. Ich hab mir da nur was... ausgeborgt. The Federation will kill, assimilate the Federation. Super Borgmann. Sag was Cooles. Oh, sag doch was Cooles, Mann. Recalibrating transporters. Ja, erstmal rumlaufen. We are staying until you are on board. That's not logical. Go, before they regenerate the dampening field. Okay, warum ist das hinten gelb? Was geht da ab? Kann ich das irgendwie abschießen oder so? Oh, ich laufe hier gerade auf. Okay, 60 HP. Bisher ist der einfach. Okay. Okay, das ist so geil. Okay. Second Phase oder was? Zelda lässt grüßen. What? Okay, ist er jetzt noch krasser oder was geht jetzt ab? Die gelben Dinger machen mich ein bisschen stutzig. Ich weiß nicht, ob ich mit denen was machen soll, aber ich mache jetzt erstmal. Okay, der hat eine Verfolger-Arschbombe da. Ja, jetzt haben wir jetzt langsam kapiert. Wann habe ich ihn Ey, wir werden immer besser. Shots fired, 666. Oh ho ho! Teuflisch gut. Last save. Das müsste jetzt am Anfang von diesem Boss sein, oder? Okay, jetzt können wir mal überspringen. Okay. Recalibrating transport. Einfach mal hüpfen erstmal. Headshot in dein Gesicht. Bis zum zweiten Phase. Okay, second phase, let's go, speichern. Aber warum bin ich vorhin von diesem Einschuss direkt gestorben? Das macht mich schon ein bisschen schwitzig. Dieses Ding hier, what the fuck? Das zieht übel ab. Ich habe jetzt doch 33 nach dem einen Mal. Ich glaube, Headshots bringen gar nichts, aber egal. Pro-Gamer-Ehre. Oh shit, jetzt sind wir gleich tot, glaube ich. Ein so eine Dingsbombe jetzt, ich bin gearscht. Nein! Wie kann man den ausweichen, dem Wichserball? So, quick save. Quick load. Ah, guck mal, jetzt bin ich dem zufällig ausgewichen. Quick quick save load, aber jetzt bin ich wieder. Egal, jetzt mal so ein Spiel einfach. Ah Mann, ich duck! Ich denke immer, das ist die Duck! Scheiße. Die Dinger, Leute, die sind hart! Ich muss nur mit Speichern machen, dann kann man nämlich... Oh! Oh, jetzt bin ich aber gerade schlecht. Ich kann mich gerade nicht schneller bewegen, als habe ich jetzt irgendwas. Ich habe mich irgendwie verdrückt, ich bin so langsam. Habe ich irgendwie auf Shift? Irgendwas habe ich ver. Jetzt geht's wieder. Warte mal, das ist doch so ein Help-Ding, oder? Easy. Ah ja, jetzt schaffen wir es ja locker.
Okay, Munition alle. Oh nein. Die Dinger, ey. Oh. Einfach wegrennen. Ich hab keine Munition mehr. Wo ist er? Ach, ich sehe gerade links seine Energie. Der hat mega viel noch. Fuck. Ey, die gelben Dinger, das muss irgendwas, ich muss da irgendwas mitmachen. Ach so, okay, ah. Okay, scheiße, Leute, sorry. Ja, haben wir ein bisschen verkackt. Ich glaube, das sind irgendwie... Okay, das habe ich jetzt ein bisschen verbockt, gebe ich zu. Aber hat doch Spaß gemacht. Wahrscheinlich sind das irgendwie Schilde von ihm oder so. Ja, guck mal, okay, das macht ihn fertig. Finde ich gut. Ah, ich hab's mir noch gedacht, das muss doch irgendwas sein, wenn das so blinkt. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch, ich kann den vielleicht so kaputt machen. Na, Kollege, was geht? Was für den jetzt? Speichern auf jeden Fall gleich. Speichern. Oh. Kann man da irgendwas machen mit dem? Nee, ich mach einfach nochmal das nächste. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade so richtig passiert. Also von der Geschichte her, storymäßig so. Check ich es überhaupt nicht, was das hier bringen soll. Aber ich gehe jetzt hier einfach mal ran. Ja, das ist jetzt auch weg. Aber die gehen ja wieder, die kommen immer wieder. Hey, verstehe ich nicht. Ich schieße den jetzt nochmal ab und guck mal, wie viel es den abzieht. Wo ist er denn eigentlich? Da oben. Ah, jetzt hat er so eine Face. Wo sehe ich denn, wann der mal auftaucht? Ja. Leute! Gar nicht so einfach! So, warte mal, sind das Aufzüge oder so? Warte mal, ich hab's verrafft. Das sind, glaube ich, Aufzüge. Und jetzt? Guck mal, jetzt habe ich das doch kaputt ausgemacht. Und geht das jetzt, wieso geht das jetzt wieder an? Ich verstehe es nicht. Ey, das dauert ja 100 Jahre! Nee, obwohl, jetzt verliert er gerade ein bisschen, ne? Ich glaube, ich mache hier einfach generell was falsch, aber ich kann damit leben gerade. Er verliert schon ein bisschen Energie jetzt gerade. Naja, auch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, was ist das hier soll alles? Was ist das? Hier jetzt wieder. Gehört er wieder. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ich habe jetzt nur noch einen Phaser und der hat immer noch voll viel Energie. Jetzt muss ich mit dem scheiß Phaser. Was ist das bloß? Jetzt hat er einen Arm weniger.
Ey, das ist der dümmste Endgegner aller Zeiten, ey. Aber das ist ja viel einfacher, die Phases, die anderen Phases. Das zieht ihm aber kaum was ab. Ich kapier's nicht, echt nicht. Es ist einfach nur sinnlos. Oh, ich hoffe, die Macher des Spiels gucken hier zu. Weil ganz ehrlich, Leute, ja, das ist Fail. Ich schieß den einfach weiter ab. Mir macht halt dieser Balken links etwas Angst, weil da kaum was abgezogen wird. Aber es kann auch sein, dass dieser Balken sozusagen nur die Insgesamtenergie ist und immer durch diese Phases das erste sich ändert. Das heißt, ich muss den einfach nur konstant abballern, dann passiert das schon wieder. Dann kommt gleich wieder eine Cutscene und dann reicht das auch. Nehmen wir mal die Zweitfunktion, lass mal aufladen, die ist nämlich ziemlich stark von dem Phaser, warte mal. Advanced Borg Drone ist auf jeden Fall ein nerviger Endgegner. Ah, die Energie geht schon ab, aber dauert halt ein paar Jahre. Aber alles, ich tue alles, um auf die Voyager zu kommen, Leute. Ich will da nur rumlaufen. Achso, das war gerade leer. Habe ich noch irgendwas energiemäßig? Nee, alles leer. Phaser. Ich habe nur noch Phaser, okay. Ja, das dauert jetzt einfach ein paar Jahre. Dann kriegen wir es hin. Okay, die Zweitfunktion tut echt die Munition schnell aufbauen. Bleibt bei mir, Leute. Wir ziehen das durch. David gegen Goliath hier. Es kann nur noch 10, vielleicht 20 Minuten dauern. Vielleicht geht ihr doch kurz in die Küche und holt euch mal ein Oreo oder so. Oreo mit Milch. Und könntet auch wahlweise einmal mal kurz zu McDonald's fahren. Ich glaube, bis dahin bin ich auf jeden Fall noch zugange hier. Und dann haben wir den auch. Stirb doch einfach mal an, du Drecksarsch! Kein Bock mehr auf die Scheiße hier! Langweiligster Bossfight ever! Deine Frisur ist auch scheiße, Borg-Hitler. Das wäre so typisch, dass ich jetzt sterbe halt, ne? Das wäre einfach wirklich typisch. Ich weiß auch nicht, wie viel so ein Bodycheck abzieht, ehrlich gesagt. Aber ich bleib einfach konzentriert, Torben meets Donny. Und sterb hier einfach nicht. Und speicher jetzt original. Boah, ich hab grad fast Load gedrückt, ich schwör's euch. Jetzt haben wir ihn gleich. Was ist langweilig. Jetzt komm, letzte Fuhre. Stirb! Borg Hitler! Ja! Assimilation is futile. Oh! The interference is gone. Prepare for transport. Okay, Voyager. Let's go. Lol. Assimilation is futile. Coolen Spruch noch gebracht, oder was? Ja, das ist doch ein guter Moment, um mal kurz in die Werbung zu gehen, Leute. Wir haben jetzt hier 59 Shot Accuracy. Wir haben es echt, also wir haben es nach oben getrieben, muss man schon ganz klar sagen. Und wir gucken mal kurz, was jetzt hier passiert. Warte, ich gucke mal. Ja, wir gucken mal die Szene hier kurz an. USS Voyager. Captain Janeway ballert erstmal eine Ladung Laser raus und fickt sich durch die Wand. Die anderen Jungs sind auch da. Hier noch einer aus den 60ern ist auch noch da. Geil. Oder ist das Spiel jetzt vorbei? Das war die ganze. Ist ja so witzig, wenn es das ganze Spiel gewesen wäre. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Oh, Bockball. Box 4.
Das ist witzig gewesen, wenn es jetzt auch nochmal 10 Minuten gegangen wäre. Oh, was? A satisfactory outcome. Starfleet is reasonably pleased. Reasonably? Here are your new assignments. Telsia, you will command the security force on the USS Dallas. Chell... You're breaking up the hazard team? Precisely. Die Augenbrauen, Alter. Chell, you are assigned to the research outpost in the Guernica system. Not even a starship? Precisely. Give me Voyager, give me Voyager, give me Voyager. I've assigned you to teach small group tactics here at Starfleet Academy. You also assigned Tuvok to teach math? Monroe is nursemaiding cadets? Precisely. That is his best use. Saving lives is no longer useful? Read Janeway's report. She said the hazard team is a vital asset. Precisely. Vital to the Delta Quadrant. Die Augenbrauen, come on. Hazard team the fuck? Relied on non-regulation tactics. And no so-called star bases for backup. There's a meme that precisely. Here in the Alpha Quadrant, traditional away teams are sufficient. The hazard team takes missions that are too hot for traditional away teams. Mm. There is no hazard team. Oh, yes, there is. And it outnumbers you. What? What was that? Was jetzt Mutterei, everyone oder calm was? Down. Stemmons, what Captain Janeway prized was our ability to improvise flexible tactics for any situation. Precisely. Such extemporaneous tactics are no longer appropriate. You should be grateful we have a place for you at all. Why aren't you grateful for a chance to relax after 7 long years of strife? I don't understand this at all. Precisely. You don't understand. At all. What the fuck is this alles für eine weirde Handlung, Mann? Was ist das? Okay. Leute. Da steht Games. Warte mal, was kommt jetzt? I can't believe he's disbanding the hazard team. Come on, Monroe. Just. Kurz Pause. Also, Leute, wir müssen erstmal. Ich muss erstmal. Was ist da los mit den Augenbrauen gewesen? What the fuck? Die waren hier! Da oben waren die Augenbrauen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beim Machen des Spiels da nicht drüber gelacht haben. Die müssen doch da gewesen sein und sich gedacht haben: okay, ja, more. More. Are you sure? Boss, are you sure? More. Alles ganz Team so. von daher, das hat mich gerade ein bisschen schutzig gemacht. Die ganze Handlung ist auch hanebüchen. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schaffen wir es auf die Voyager oder nicht? Das ist die große Frage. Star Trek Elite Force 2 bleibt weiter dran. Jetzt gibt's ein bisschen Werbung und danach gucken wir nochmal im, glaube ich, letzten Abschnitt, wie weit wir kommen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Elite Force 2 mit mir, Donny, in einem, ja, relativ spontan geplanten, vorproduzierten Weihnachtszeit-Let's Plays-Spezial, was auch immer. Also es ist auf jeden Fall speziell, denn dieses Spiel ist speziell. Wir gehen direkt mal rein, wir haben ja gerade Pause gemacht bei einem, hier wieder so eine Art Cutscene, wo man immer interaktiv dabei ist und die labern jetzt wieder irgendwie irgendeinen hanebüchenden Quatsch und da hören wir jetzt einfach mal rein. Give me 5 minutes alone with him. So you can be thrown into the brig? Chang's right. We have to do something. Weglaufen einfach. How do incompetent people end up with such important... Was gut, ihr Idioten. Das glaube ich mir nicht an. Ja, ich guck nur... Even Chell wasn't this bloodthirsty fighting the Borg. Leute? I'm going to file an appeal to Starfleet Command. Okay, ciao. Someone in the chain of command will listen to reason. Geiler wäre der hier. And if that doesn't work... Then we make some hard choices. Ich wollte langsam rückwärts laufen. Also entschuldigt bitte, wenn ihr jetzt dieses ganz wichtige Gespräch nicht gehört habt und ich das mit meinem Gelaber übertüncht habe, aber da muss man mal ehrlich sein, es ist Quatsch. Die Augenbrauen muss ich mir nochmal geben. Lieutenant Monroe. Guck dir das an, Mann! Was ist da los? Der sieht aus wie der eine von Tekken. Wer ist der nochmal? Der Vater von dem einen, dem anderen. Ihr wisst, wen ich meine. Takeshi? Nee. Ja, Dude, ich bin auf deinem Tisch. Okay, es müsste San Francisco sein. Da ist nämlich immer die Zentrale von Star Trek, aber so einen Berg gibt's da nicht. Na, vielleicht sind wir auf einem anderen Planeten. Jetzt schauen wir uns erstmal um. Das haben wir uns doch. Das ist doch das Geile jetzt dran. Das ist doch hier der Hammer. Das Zeichen sieht aus wie das Vorsicht-Explosiv-Zeichen. Mal kurz. Ex Artis Sienta. San Francisco. Doch, wir sind in San Francisco. Okay.
Turbolift. Will ich noch nicht. Gucken wir hier noch ein bisschen rum. Ich mag das. Ich mag das echt. Ein bisschen hier so rumgucken. Ja, wo ist das Holodeck? Die machen keine Geräusche. Okay, alles zu. Ja, gehen wir mal einen Turbolift und machen mal ein bisschen. Ground level. Mhm. Mhm. Bisschen. Ist jetzt so ein bisschen Open-World-mäßig fast oder was? Nee, naja. Kann man mit den Leuten labern? Cadet? Yes, sir. Amazing thing about Voyager coming back. After all these years, I bet they're getting a hero's welcome. Mhm. Ah. Ach so, Voyager ist ja wieder zurück und wir sind jetzt auf der Erde. Aber warum bin ich nicht der Kapitän von der Voyager, Alter? Ich will mit der rumfliegen jetzt. Und Ferengi. Greetings, Lieutenant. Ja? Tuvok, what are you doing here? I had time for a brief stopover on my way to Vulcan. Congratulations on your new assignment. Thanks, but I don't want to leave active duty for teaching. There are few jobs more important than teaching. But I will explain your plight to my colleagues. Thanks, Tuvok. I just think I can be of better use out there. The Academy offers contact with many prominent people. Demonstrations of talent and initiative do not go unnoticed. Oh, Leute! Commander Tuvok, please report to Launch Pad 2. It was an honor to serve with you. The honor was mine, Lieutenant Monroe. Live long and prosper. Jetzt checke ich auch, warum die ganze Zeit Tuvok zu sehen ist. Wahrscheinlich haben die nur seine Stimme bekommen. Den ganzen anderen Schauspieler hatten keinen Bock auf dieses Spiel. Aber Tim Ross hat sich gedacht, ich brauche die Kohle. Ich gehe dahin. Der nimmt alles mit. So, und jetzt? Ich habe gerade echt nur gedacht, bitte keine Cutscene. Kannst du mal ein bisschen aufrecht hinsetzen, Kadett? Forgive me, sir, but I really can't talk at the moment. Alter Maul. So. Gucken wir mal hier. Auch nix. Okay, wahrscheinlich jetzt hier lang. Lift rein und jetzt sagt er wahrscheinlich automatisch ein anderes Level. Seventh floor. Aha, okay. Mhm. Überhaupt nicht gescriptet oder so. Hm. Der Stock ist schon ein bisschen. Da ist wieder der. Ah, herrlich. Kann ich den abschießen oder so? Okay. Oh, kann ich den scannen und dann sagt er mir die Augenbrauenlänge? Name, Simmons, Height 165 cm, Weight 88 kilos, Eyebrows, Atomic. Komm, ich scanne jetzt einfach alle. Ich bin so der unhöfliche Scan-Mann. Okay, hier war ich schon. Okay, kann ich die auscannen? Jennifer Hugh. Hm. 43 Kilo, interessant. So, da oben steht es. Das ist ein Fail natürlich. Okay, ja gut, dann müssen wir doch wieder runter. Ground floor, please. Ground level. Yes. Take me to the ground floor. Take me to the ground level. Professor Mahathir. Winterthur. 56 Kilo. Hallo, kann man ein bisschen mal Sport machen. 76 Kilo bei 1,76. Na, ist auch ein bisschen dick. Natürlich Quatsch, Leute. Wenn ihr diese Werte habt, seid ihr völlig, völlig cool. Okay, es muss ja irgendwie hier jetzt weitergehen. Keine Ahnung. Und hier war Tuvokinio. Hier geht's nicht doch. Ah, okay, hier geht's. Can you believe it? Voyager returned after being gone all ja, typische Timed Gelaber, damit man die Story versteht. Warum? Der ist irgendwie suspicious. Wie heißt denn der? Rob Atkins. 80 Kilo, 1,80, okay. Chillen hier ganz schön rum, die Leute, ey. Hm. Zukunft ist natürlich utopisch im Star Trek-Universum, ne? Es gibt keine Kriege. Keine Kriminalität. Aber ich meine, wer würde denn kriminell werden, wenn man die ganze Zeit auf dem Holodeck chillen kann? Ich wüsste genau, was ich auf dem Holodeck mache als allererstes. Das wisst ihr aber mal ganz genau. Da könnt ihr euch ja mal ganz schön vorstellen, was ich da mache, ne? Ja, ja. Ja, genau richtig. Kuchen backen. So, richtig geilen Kuchen backen. Headmaster's Office. Oh!
Headmaster's office. Switch to structural integrity. Was? Warum? Hä? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe einfach nur rumgedrückt. Switch to normal mode. Ah, mit secondary, okay. Immer noch mit irgendwas besonders? Nee. Placed there by those who feared our powers. Ist er nicht? Oh! Lieutenant Monroe reporting, sir. No, ich dachte, ah, good to meet you, Lieutenant. I have your teaching assignment. You'll be instructing the cadets in small unit tactics. Mhm. Und jetzt? Auditorium? Ich habe meine Aufgabe. But only for a moment. Tell's you to Monroe. Could you meet me in the courtyard? Ja. Starfleet's answered our petition. Ground level. Okay. Ja, also, es ist schon irgendwie geil, aber auch irgendwie so ein bisschen scheiße. Ich wäre einfach gerne mal auf der Voyager rumgelaufen. Das war das einzige, mein großes Ziel war das. Ich soll die hier draußen treffen, ne? Die müssen ja doch dann irgendwo sein jetzt. Sir, ah, da oben. We have some questions about the exam. What are your questions? Ja, stell deine Fragen wem anders. Die hier? Ja. Okay. Starfleet Command declined to hear our appeal. I see. What are you going to do? What can I do? Resign. And that will get the team back how? It'll show Stemmons the price of stupid decisions. It'll show Stemmons he can bully us out of Starfleet. We end up paying the price, not him. Until the Borg pay a little visit. Meint ihr, die haben das wie bei mit Gollum gemacht und so, da ist jemand wirklich so at least mit Motion Tracking? If I accept. What if we both resign? Glaub at least nicht. We can be together. Ach, jetzt muss ich hier so eine Scheiße machen. I won't let you throw away your career from me. It won't work. We both need starfish. Starfish? Starfleet. Or we'll go stir crazy. Look, Telsio. We've had some fun, but now it's over. Look, Telsio. We've had some fun, but now it's over. Oh, ich habe quasi mit der Schluss gemacht jetzt, oder was? Not sure. Klingonen-Zeugs. Kroff, Krosch. Raff. Blukrak. Romulan Sneak Attack. Op, Prakrak. Zukrak, Prokraf, Bluch. Okay, ich bin jetzt einmal mitten in der Mission. Romulaner. Romulaner esse ich gern zum Frühstück. Cover me while I open the door. Ja, das mache ich, du Geil. Federation Troops, in here! Go. The door is malfunctioning. Ja, mach doch. We need to find a way past it and repair it from the other side. Okay, also ich bin jetzt wohl irgendwie 2 Jahre in der Zukunft. Ich bin jetzt auf irgendeiner Mission direkt ins kalte Wasser geschmissen mit irgendeinem anderen Klingonenmann. Ist es aber nicht Worf. Und jetzt geht's hier ab, oder was? Wieso geht die... Muss ich die Kiste zerstören oder sowas? Hm. Aber es ist schon echt ziemlich, es ist schon ziemlich stark wie Jedi Knight. Und auch die Musik irgendwie ist ganz gut. This should lead to the next chamber. Okay, I'll open the ducts. Ja, mach mal auf, genau. Sesam, öffne dich. Aber das Spiel ist natürlich Quatsch. Das ist ständig irgendwie immer das gleiche Spielprinzip. Irgendwelche Röhren reinknabbeln. Und irgendwelche Power-Dinger kaputt machen und dann wieder rauskrabbeln und dann geht's weiter. Jetzt hier so der klassische Mario-eske Part. Nicht erwischt werden. Ah, genau, den mache ich aber nicht so gut. Und da warten wir jetzt kurz, ne? Dann laufen wir da. Ja, okay, das war natürlich schlecht. Gut. Warum ist da Feuer? Vielleicht muss ich. Ist da irgendwas Geiles? Okay. Ah, guck mal. Tab. Ob das wohl Leute immer noch online spielen gegeneinander oder so?
Oh, die Waffe kenne ich noch gar nicht. Geil. Die ist super. Oh, die ist nice. Jetzt baller ich euch mal weg, ihr scheiß Romulaner. Ich mag mein Fischbrötchen gerne mit Romulade. Zurück hier die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Okay, die Waffe braucht wohl keinen Energy. Damage Door Junction. We're just gonna damage it some more. Nee. Recorder. Do, 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 do. Oh! We got some pipe. Pipe systems going on here. Achso. Ja, das war ja mal. Also, das hätte ja ein Dreijähriger lösen können. Romulana! I need backup! Oh, geil, die hat eine Granatenfunktion. Oh, ja, geil. Hm, Romulana zum Frühstück. Eigentlich mal keine Borg, ey. Die man, eigentlich mal Gegner, die man einfach abballern kann. Oh, das war genüsslich geil. GG, genüsslich geil. Kann man da was machen? Head Terminal, okay, ist ein bisschen kleiner als in dem anderen Level. Ist ja auch kein Borg. Scheiß. Andrea Borg! Kukratsch! Graf, Graf, Graf. Was ist denn da mit dem Schatten los, Freunde? Halt! Cover me while I open the door. Ah, jetzt muss ich mal. Oh, da ist die. Da ist dieses, wie heißt nochmal das Ding hier? Corbett. Oh! Execute Hazard Maneuver Monroe Alpha 3. Leute! Oh ja, mal schön den Romulaner mal weggewichst hier jetzt mal. Oh, guck mal, da können wir rennen, aber alle weg. Ich bin der Klingonenmann jetzt hier. Klingonenmann, der kommt nachts rein ins Zimmer, der Klingonenmann. Der versteckt sich unter dem Bett, der Klingonenmann. Klingonenmann. Oh, es ist dumm, das Spiel, ey. Aber ich mag's. Irgendwie mag ich's. Hat was. Oh, mal schön abschlitzen, die Leute. Watch out! Okay. Thanks, Corban. Good work. Corban. Ah! Oh, it was all just a dream. Wie das, so hätte das Ende von Lost aufhören sollen. Einfach einmal auf einmal so Holodeck. Ja. Yeah. Simulation ended. Welchem Schiff bin ich jetzt? Ah, was ist das wieder für ein. Laber nämlich wieder voll. Augenbrauenmann? Was hat das denn? Augenbrauenmann, let's go. Lieutenant Monroe, this is Captain Jean-Luc Picard. Haben Sie die Stimme? I enjoyed observing your holodeck session. Very impressive. Yes, thank you, Monroe. And now we're very sorry, but the captain is on a very tight schedule. I'm sure the headmaster's reception can wait a few minutes. Lieutenant Monroe, I was wondering where you trained. The Delta Quadrant. I beg your pardon? I led the hazard team on Voyager, sir. Hazard team? Yes. The hazard team was completely superfluous. Excuse me? Superfluous? Precisely. Federation space is so completely different from the lawless Delta Quadrant. My research clearly shows that Starfleet captains do not need hazard teams. I see. And are you a Starfleet captain? Well, no, but... The challenges we face on the outer edges of Federation space are not so different from what Voyager faced in the Delta Quadrant. Mm-hmm. I could use an elite force of tactical officers. But... Tell me, Lieutenant, do you ever think about going back on active duty? Every second of my life. I'll talk to your commanding officer. Perhaps I can arrange a transfer. Thank you, sir. Draw up a list of personnel and cadets you would like on a new hazard team. I'm sure Mr. Stemmons can make the arrangements. I, well, precisely. Hey, guck mal, wir sind fast am Ende gelangt heute, Leute. Aber wir haben jetzt eine 58 Shot Accuracy. Wir haben uns stetig hochgearbeitet. Also das ist ja einfach absolutes Pro-Gaming. Vorbildliches Pro-Gaming.
Ja, gucken wir mal kurz, was hier passiert. Ansonsten ist das jetzt gleich, glaube ich, mal zu Ende. Das ist Erde. Das ist Afrika und da war ein bisschen die arabische Halbinsel. USS Enterprise, Leute. Enterprise, meine ich. Mit dem Picard-Mann, der alte Drecksack. Der hat's natürlich gleich erkannt. Nicht der Augenbrauenmann, der ist ein Verräter. Aber der Picardo, der hat's gecheckt. Elite Force ist der Shit, brauche ich. Und du bist in meinem Team. Das heißt, ich kann jetzt auf der Enterprise rumlaufen vielleicht? Das wäre auch geil. Das machen wir aber da noch schnell. Da. Hazard Team reporting for duty, sir. Welcome aboard the Enterprise. Thank you, sir. Lieutenant Commander Tuvok has agreed to take a temporary assignment at the tactical station while Lieutenant Commander Worf is on leave. He'll also help us integrate Hazard Team operations. My goal is to streamline the integration of Hazard Team operations. Your former student Ensign Corban will join Ensigns Chang, Chell, and Durot to form the core team. Academy graduate Sidney Stockman will serve as Hazard Team shuttle pilot, and I'd like to add a junior member from my crew, Ensign Franklin. We'll incorporate him into our next training session. Will. Very good. Lieutenants, get acquainted with the new Hazard Team operations area. When we've finished our current diplomatic mission, I'll call you to the bridge for a tour. Ensign Corban has developed a new weapon for Hazard Team operations. Halt einfach die Schnauze, lass mich rumlaufen. You will find him in the armory. Jawohl. Okay, es muss noch kurz sein. Wir dürfen jetzt hier rumlaufen. Das ist das Einzige, alles, was ich wollte. Können wir jetzt machen. Die letzte Minute noch. Ich meine das gerade nicht ironisch, ne? Für mich ist das irgendwie besonders, hier rumzulaufen. Warum gibt es eigentlich schon moderne Spiele mit geiler Grafik, wo man so rumlaufen kann auf der... Ja doch, Bridge Crew, ne? Mit dieser VR-Sache. Ich finde ja auch immer so witzig, dass man sich ja immer vor Augen halten muss, dass die ja im Studio bei Paramount nur das, zum Beispiel von da bis da ist ja gebaut oder eine so eine Junction. Und ist ja logisch natürlich schon, aber manchmal vergisst man es dann doch, weil es so die Illusion so gut gemacht ist. Das heißt, immer wenn die so Dialoge haben, laufen die halt einmal das Stück hier, Dialog, 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 dann absetzen, nochmal zurücklaufen, dann Dialog, Dialog, weil damit die das, ne, wird dann so geschnitten, als ob es aussieht, als ob der Gang länger wäre. Ihr wisst, was ich meine. So, Leute, ich will noch kurz in einen Raum. Kann man hier irgendwelche Räume reingehen? Okay, da kann ich ja, natürlich kann ich da her. Kann man einfach in so Quarters rein oder was? Nee, da ist ein Lift, warte mal. Mal gucken, ob ich irgendwo in irgendein Quartier reingehen kann. Zeit muss sein, Leute. Okay, Aufzug muss ich aber auch einmal probieren. Okay, das sieht alles immer gleich aus. Hier müsste das. Oder bin ich jetzt gerade einmal im Kreis? Nee, guck mal, da ist hier. Hey, Corban. Ja, jetzt ist da wieder eine neue Szene. Wir müssen da jetzt. Wir müssen an dieser Stelle aufhören, Leute. Wir haben hier. Das jetzt mal angezockt. Hier sind einige Produktionen heute. Ich habe einen Slot gehabt, den haben wir jetzt ausgeschöpft. Ich hatte Spaß, mal wieder ein kleines Let's Play zu machen. Ich hoffe, ihr hattet auch Bock beim Zugucken. Ich gehe jetzt rüber und nehme bei der Binge auf. Das ist jetzt aus eurer Sicht schon vor Wochen gelaufen, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen irgendwie interessant. Weiß nicht, ob ich das nochmal weiterzocke. Ich glaube eher ein anderes Star Trek-Spiel. Wenn ihr darauf Bock habt, dann kommentiert das doch gerne unter dem VOD. Denn mir gefallen solche Spiele schon, aber ich glaube, wir sind uns einig, das ist ein bisschen doof, das Spiel. Das ist wirklich zu einfach. Aber es kann auch sein, und das könnt ihr mir auch in den Kommentaren gerne sagen, falls ich da jetzt zu voreilig bin und das eventuell sich noch entwickelt als richtig geiles Spiel. Wer weiß, vielleicht bin ich ja, ich tendiere auch ab und zu dazu, muss ich zugeben, ein bisschen voreilig zu sein bei Sachen, bei Serien, Filmen und Spielen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das ist so ein bisschen, das ist auch nicht gut geschrieben, muss man sagen. Also irgendwie. Aber der Augenbrauenmann hat mir gefallen und ich hätte auf jeden Fall Bock, hier nochmal irgendwie im nächsten Jahr ein Let's Play zu machen. Wenn ihr da Vorschläge habt, dann könnt ihr das ja im Forum irgendwie mitteilen. Ich bin hier nicht mehr fest angestellt, wie ihr bestimmt mittlerweile wisst, aber ich bin ab und zu in Hamburg und wenn sich die Möglichkeit ergibt und die Bohnen hier Bock drauf haben, mir einen Slot zu geben, dann spiele ich auf jeden Fall in Zukunft gerne hier für euch irgendwelche Spiele, denn mir macht das verdammt viel Spaß. In diesem Sinne, ich weiß nicht genau, wann das jetzt läuft. Ich sage jetzt einfach mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Habt ein fantastisches neues Jahr 2020. Lasst euch nicht ärgern und immer schön locker bleiben und durch die Hose atmen, sagt man ja, glaube ich. Sag ich ja immer. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut, euer Donny. Ciao.